Nam. So, gut. Hi. Guten Tag. Wo sind wir stehen geblieben, liebe Leute? Genau, wir haben Fake Groudon besiegt und haben uns gefreut, einen Groudon zu besiegen, was dann im Fake Groudon war, waren voll enttäuscht und so weiter. Da war doch noch einer. Ach genau, vielleicht kriegen wir unsere Erinnerung wieder. Wow. Es ist jetzt ganz dunkel draußen. Nun. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube ich, oder? Stimmt. Er ist zwar nachts vielleicht nicht so gut zu sehen, aber... Seht her, der Nebelsee. Wow. Fisherman's Friend. Wie kann man den übersehen? Er ist riesig. Und Leute, Wie kann der in ich einer meine. Höhle existieren? Unglaublich. Ah ne, wir sind doch auch auf der Spitze des Berges, ne? Ja. Das wäre ein großer See. Wer hätte so etwas hier oben erwartet? Da ist ein Wasserfall. Wo denken die, dass das Wasser herkommt? Mann. Und sieh mal. Aus dem Internet. Ich esse meinen im Pudding. vorherigen Vorbeat und. Ja, irgendwie sowas. Aus Platin, glaube ich. Nee. Großartig. Unter diesem Ort quillt unablässig Wasser nach oben. Nennt sich Quelle. Sein Strom ist so stark, dass es schon vor langer Zeit diesen riesigen See bildete. Nun richtet euren Blick auf die leuchtende Stelle in der Mitte des Sees. Okay, ich sehe sie. Die leuchtende Stelle? Es kommt von unten. Dieses halb grünlich, halb bläuliche Licht, oder? Ich weiß auch, was es ist. Aber jetzt mal schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was es ist. Fiona, was denkst du denn, was es ist? Ein Pokéball. Geht näher heran und seht genauer hin. Ach, Gummi nimm zwei. Ah, ein Zeitrad. 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 Was könnte das sein? Ich komme nicht drauf. Aber es verursacht Herzrasen bei mir. Aber warum? Warum bewegt es sich? Warum bewegt es mich so? Du bist in love mit dem Ding, you know? Objektophobie? Nicht Phobie. Warum ist mein Puls plötzlich so schnell? Das ist fantastisch, aber. Was ist das eigentlich? Was ist das? Klippe. Ich wusste es. Schigi, meine Güte! Klippe, Schigi. Es hat eine so mysteriöse Aura. Das ist das Zahnrad der Zeit. Wieso heute gesagt? Wie bitte? Wirklich? Ein Zahnrad der Zeit? Na, damit hast du doch nicht gerechnet. Ja. Ich bewache das Zahnrad der Zeit. Das ist der einzige Grund, aus dem ich hier bin. Warum hat die anderen niemand bewahrt? Also doch, es gibt überall einen Wächter eigentlich. Aber warum haben sie nicht richtig aufgepasst? Vielleicht. Weil das waren deine random Teammates, die covern. Vor euch habe ich schon andere versucht, hierher zu kommen. Aber ich habe die meisten mit meiner Illusion von Groudon verscheucht. Oder? Wie hast du das gemacht? Shigi weiß ja nicht mehr, dass das ein Groudon war. Ich erschaffe es mit Hilfe meiner psychischen Fähigkeiten. Ich habe auch psychische, naja, Defizite. So in etwa. Ah. Ich wusste, was kommt. Ich wusste es. Wow. Es besteht kein Grund zu erschrecken, Lappen. Wie gesagt, das ist nur eine Illusion. Was ihr bekämpft habt, war nichts weiter als das. Es hat schon andere gegeben, die meine Illusion von Groudon besiegt haben. Sie haben es geschafft, an diesen Punkt zu gelangen. Aber das waren Eindringlinge. Also habe ich ihnen das Gedächtnis genommen. So habe ich den See geschützt. Das Gedächtnis genommen?
richtig. Oh. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Wir müssen dich etwas fragen. Na? Das ist mein Partner. Durak. Sieht für mich aus wie ein Glumanda. Mein Partner ist jetzt ein Pokémon. War aber früher ein Mensch. Das oh, wirklich? Ein Mensch? Ja, aber Glurak hat jede Erinnerung an das Dasein als Mensch verloren. Und darum fragen wir uns, war Glurak schon einmal hier, Sefe? Und hast du das Gedächtnis von Glurak gelöscht? War das so? Hast du hier schon einmal einen Menschen getroffen? Sag mal, ich bin mir jetzt guter Kopf, böser Kopf. Ja. Offensichtlich. Erinnerst du dich an so etwas, Selfie? Die Antwort lautet, nein. Kein Mensch war jemals hier. Was ihr auch wissen solltet, ich lösche nur die Erinnerung an den Nebelsee. Ich kann kein Lebewesen das gesamte Gedächtnis nehmen. Ich habe nichts mit dem Gedächtnisverlust deines Partners zu tun. Und auch nichts mit der Verwandlung in ein Pokémon. Den Grund dafür müsst ihr anderswo suchen. Anderswo. Diesen Schuh zieh ich mir nicht an! Tja, okay. Oh. Wie es aussieht, warst du also noch nie hier, Glurak? Ja. Selfie wollte... Wir wollten dich treffen, um mehr über meinen Partner zu erfahren. Was ist das? Knuddeluff? Knuddeluff? Ich glaube, weil es zweimal hintereinander ist. Ein Fahrrad der Zeit. Tja, zu schade. Ja. Wir können kein Zahnrad der Zeit mitnehmen. Knuddeluff, Mann, Alter! Knuddeluff? Wow, fantastisch! Wer mag das sein? Die alle immer verwirrt. Unser Gildenmeister. Knuddeluff sind, Mann. Hoch erfreut, mein Freund. Freund. Hocherfreut, mein Freund. Erstaunlich, Freund. Seht euch diese umwerfende Aussicht an. Dieser Junge kommt auch auf jede Party, ne? Ich bin froh, dass wir hergekommen sind. La-di-da, la-di-di, da 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 da. Dude! Vor allem, Selfie, guck dir das so. Selfie, nicht so, was zur Hölle ist das? Warum ist das? Was ist das? Was wollen diese? Puh, endlich sind wir da. Jetzt hältst du verstaufen. Wir müssen uns beeilen. Hey, da drüben ist jemand. Gehen wir. Boing. Kreisch! Sag schon, es ist Godan! Nein, wenn ich weiter stottere, kann es nichts passieren. Ja. Dark? Keine Ahnung, das bin ich nicht, ich bin nicht der Spacker. Oh doch, wenn man dich in heißes Öl kippt. Schon. Ich wollte gerade sagen, Kripskor, gerade du, ne? Von allen Leuten, die da sind. Hab keine Vielleicht Lust auf. Plaudergeil. Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Pizza geht bestimmt auch noch voll klar. Aber so ein Flora will ich nicht drauf rumklauen. Kauen. Hallo, alle miteinander. Stimmt etwas nicht? Genmeister. Oh, kümmert euch nicht darum. Wen interessiert schon Growder? Das ist nun. Seht euch alle das mal an. Guckt lieber das hier. Er sprudelt. Wie schön. Hallo, Leute.